Folks und willkommen im nächsten Part von Let's Play Fire Emblem mit mir. Laura sitzt da rum. Und Seth. Und Arika. Und Franz. Franz, ich bin Franz. Franz! Und Jillian. Ja. Ein bisschen wieder hier an der Stelle so. Ich glaube, jetzt gibt es auch kein Tutorial erstmal. Ich heile mich mal. Und dann, ja, packe ich Franz am besten mal hier so in die Ecke. Item. Schwert ausrüsten. Ja. Dann gehe ich mit ihm hier wieder dahin. Prügel wieder auf den drauf mit dem Stahlschwert. Seht ihr etwas? Was? Hat das ausgehalten? Aber das Schwert auch noch effektiv gegenüber Axt. Das ist ja mies. Das ist ja scheiße hier. Okay. Die ganzen Nachzügler da. Diese Spacken, die von hinten ankommen. Naja. Soldat tot. Seht. Punkte kriegen. Seht. Punkte kriegen. Ja, also gefunden Nachzügler aus der Nähe. Stirbt jetzt. Diesmal wird Franz nicht mehr sterben. Das garantiere ich mit einem Safe State. Den ich letztes Mal vergessen habe. Welche Penner morgens mich anzugreifen. Ich bin im letzten Part auch schon gestorben. Und erstich ihn. Seht. Denn schön Silberlanze. Das kann nicht sein. Ich sterbe. Ja, haben wir natürlich schon. Zu dem kommt er auch mal da unten hin. Bleib da. Ich würde vorschlagen, ich hole mir noch ein bisschen Erfahrungspunkte hier. Einmal mit Jillian gegen den. Ja, vor allem mit dem kleinen Zahnstocher will er Jillian töten, ist klar. Okay, das hat nicht funktioniert, dann nehme ich mal mit dem Eisenschwert den da auseinander. Wenn das nicht funktioniert. Zweimal draufhauen. Ach Mann, oh, ihr Penner, warum seid ihr so schlecht? Na gut, Erfahrungspunkte habe ich trotzdem bekommen. Lalala, seht, geht nochmal da unten hin. Baden oder so. Ne, baden geht ja zum See. Okay, dann geht zum See. Wenn dann real, wahrheitsgetreu und so weiter alles, ne? Besetzen. Prinzessin Tana. Satyrium. Es tut mir leid, es lag nicht in meiner Absicht, euch so viel Kummer zu bereiten. Es war kein Kummer. Ich lebe, um zu dienen, Prinzessin. Tana! Arika! Bist du es wirklich? Tana, was machst du denn hier? So weit entfernt von Schloss Freya. Ich hörte, dass Renee gefallen ist. Naja, was soll ich brauchen? Es freut mich so, dass du es eben hast. Ach, da muss Ephraim jetzt gut. Ich bin jetzt irgendwie heißer. Ich wünschte, ich wüsste es. Du hast nichts von ihm gehört? Und ich hoffe, es ist nicht zugestorben. Ich meine, es ist ja kontraproduktiv und sowas. Nee. Ah gut, ja, muss Freya rechnen. Mein Vater weiß vielleicht nicht mehr. Vielen Dank, Tana. Auch wenn du ein bisschen schnell redest eigentlich. Im Vergleich zum letzten Part. Also da warst du so ein bisschen langsamer geredet. Aber du bist jetzt auch heißer und deswegen sind wir auf der Landkarte. Yay. Sehr schön. Arika und ihre Gefährtin haben das Grenzschloss befreit. An der Seite von Prinzessin Tana von Freya reiten sie auf die Hauptstadt Freyas zu. Ja. Oh, Tana, ich freue mich sehr, dass du versehrt wieder zu Hause bist. Du hast keine Ahnung, wie besorgt ich war, als ich hörte, dass du an der Grenze zu Mulan angegriffen wirst. Ohne meine Erlaubnis darfst du nicht wieder dahin gehen. Hast du verstanden? Seid böse, Vater. Seht doch, ich bringe euch gute Neuigkeiten. Arika, komm her. König Haydn, ich bin erfreut, euch wieder zu sehen. Irgendwer hat dieselbe Stimme wie Tana, aber egal. Selbst in diesen von Trauer erfüllten Zeiten. Ah, Arika, es erfreut mein Herz, dich in Sicherheit zu wissen. Ich danke euch. Ich konnte aus dem Schloss entkommen, bevor Renai fiel. Ich weiß nicht, ob mein Vater... Ja.
Ich habe Nachricht über deinen Vater erhalten. Halt! Bitte sag es mir. Ist mein Vater unversehrt? Mein Freund, König Fado, die Musik hält an, also ist schlecht, hat den Fall von Schloss Renai nicht überlebt. Nein, das kann nicht sein. Ja, seht, er scheint extra auf dem Bildschirm, um nichts zu sagen. Danke. Es sei dir versichert, dass gerade für diese feige Tat bestraft werden wird. Dies sei im Namen Frelias versprochen. Marika, bitte bleib hier und ruh dich aus. Ich vermag es mir kaum zuvor vorzustellen, wie erschöpft du sein musst. König Heiden, er hat doch von Prinz Ephraims Verschwinden gehört, oder? Ja, wir hörten, dass der Prinz und seine Männer gerade bei sich jeder gegebenen Gelegenheit zu schwächen versuchen. Und sagt, dass er seine Truppen sogar bis ins Imperium selbst geführt haben soll. Berichte lassen vermuten, dass er die Grenze überquert hat und jetzt in Renwall kämpft. Mein Bruder, er kämpft weiter? Selbst jetzt noch? Ja, so ist es. Meine Pegasus-Ritter haben für diese Information einen hohen Preis bezahlt. Obwohl Renai gefallen ist, dringt er immer weiter ins Herz des Imperiums vor. Er ist wahrhaftig fader Sohn. Was für ein tapferer Bursche. Ich wünschte nur, dass ich wüsste, dass er bei guter Gesundheit ist. Doch leider ist mir dies nicht bekannt. König Heiden, ich danke euch für euer Angebot, aber ich kann nicht bleiben. Ich beabsichtige, mit Verstärkung an der Seite meines Bruders zu eilen. Das kann ich nicht erlauben. Halt, stopp! Ich weiß, wie du nicht willst, aber dieser Plan wäre reiner Selbstmord. Ich würde Fados Andenken verraten, würde ich in solcher Gefahr aussetzen. Bleib hier ruhig aus und trauere. Überlass diesen... Ja, bleib mal hier und trauer schön. Überlass diesen Krieg den Kriegern. Ich weiß, dass ihr es nur gut meint, euer Majestät. Aber ich habe meinen Vater verloren. Mein Zwillingsbruder schwebt in Gefahr. Mein Bruder, er ist ein Teil von mir. Ich kann ihn nicht tatenlos ruhen, bis er sein Leben aufs Spiel setzt. Und apropos Spiel. Ich beende diesen Part an dieser Stelle und wir machen den nächsten Part weiter. Ich will nicht wieder überziehen. Ciao, euer Lochner Zauber.